In Indien hat das oberste Gericht der Regierung verboten, Frauen weiterhin vom dauerhaften Dienst beim Militär auszuschließen. Bisher konnten Soldatinnen in den meisten Fällen maximal 14 Jahre dienen. Diese Begrenzung muss nun aufgehoben werden. Damit haben Frauen den gleichen Zugang wie Männer in befehlshabende Positionen. Das ist sehr, sehr bedeutend, denn die weiblichen Offiziere sind, was ihre menschlichen Qualitäten, ihre Intelligenz und ihre körperliche Stärke angeht, die Besten der Besten. Viele aktive und ehemalige Soldatinnen hatten sich für die Öffnung eingesetzt. Das ist eine historische Entscheidung, nicht nur für die, die bereits beim Militär dienen, sondern auch für diejenigen, die Teil der Truppe werden wollen. Soldatinnen haben damit den gleichen Anspruch auf Beförderungen, Gehalt und Renten wie ihre männlichen Kollegen. Die Regierung führte unter anderem herrschende Vorurteile gegenüber Frauen als Argument gegen die Gleichstellung an. Zu Kampfeinheiten haben Frauen weiter keinen Zugang.